Jo Leute, willkommen wieder mal zurück zu Majora's Mask 3D und wundert euch bitte nicht, dass ich jetzt wieder in der Stadt bin, aber ich möchte, bevor ich in den dritten Tempel reingehe, noch was erledigen und deswegen habe ich mir offscreen nochmal ganz rasch die Mondträne wieder besorgt. Ja, mein Herr, ich hörte von einem Stern, der man Mondträne nennt. Ja, ja, okay, das ist ja jedes Mal dasselbe Quatsch hier, bla 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 bla. So, hier, guck mal, habe ich dabei, bitteschön. Boah, geil. Gib her, ich gebe dir das da. So, und wir haben wieder die Landurkunde. Ja, oh, das ist mir wirklich sehr geholfen. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau und so weiter und so fort. Und die Urkunden, bla bla bla. Und tschüss, Mann. So. Mir geht es nämlich nur darum, dass ja in Lulus Zimmer in der Zora-Höhle auch wieder so ein Deko-Händler eine Deko-Blume besetzt. Und der... muss natürlich verschwinden, aber dazu brauche ich die Bergurkunde. Also geht's jetzt erstmal kurz in die Sümpfe für die Sumpfurkunde. Ja, das ist ja rasch getan. So, hier oben. Ja, danke, dass du vorbei bist. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Unterherbsen, möchte eigentlich ganz woanders hin und so weiter. Und du weißt ja, was ich meine. Ja, klar, was ist das? Hier, Landurkunde, guckst du. Oh, boah, wie geil. Ist eine Landurkunde. Ich wünschte, würde sie mir geben. Dann gebe ich dir das hier. Und da haben wir wieder die Sumpfurkunde eingetauscht. So, ich gehe jetzt in die Stadt. Den Rest überlasse ich dir. So, und jetzt nochmal ab in die Berge. So, jetzt muss ich nur noch schnell ins Gorondorf und die Sumpfurkunde wieder gegen die Bergurkunde eintauschen. Die kann ich dann eben dem Goronen in der Zora-Höhle geben. Und ich habe mir nämlich gedacht, das möchte ich halt gerne noch vor dem dritten Tempel machen, was ich auch noch vor dem dritten Tempel machen werde. Ich werde diese Biberbrüder werde ich besuchen, die leben nämlich oberhalb des Wasserfalls und von denen kann ich eine leere Flasche und auch ein Herzteil bekommen. Das hätte ich gerne beides. Und stirb. Ja, also wenn, dann geht's vielleicht sogar erst im nächsten Part wirklich in den Tempel rein, ich weiß nicht genau. Aber ich möchte es jetzt einfach gerne jetzt schon erledigen, da brauche ich das nämlich später nicht mehr machen. So, Hallöchen, ich bin's. Ah, danke, dass du vorbeischaust. Ich hatte eigentlich nur mit Gron, aber naja, Vorschriften und so weiter, kann ich das machen, das ist dämlich. Hä? Moment mal. So, warte, wie war das nochmal? Ah ja, genau, den musste man ja als Deko ansprechen irgendwie. War ja auch ganz komisch. Weil es ja nicht typisch ist, dass ein Deko hier in den Bergen ist, ne? Ja, oh, danke, dass du vorbeischaust. Ich hätte gedacht, dass ich hier eine Deko treffen würde. Ich verkaufe Bombentaschen, aber viel lieber wäre ich jetzt auch aus, wo ich ständig von Bäumen und Gräsern umgeben bin. Ja, also, dann hast du hier die Sumpfurkunde, bitteschön. Ah, das ist eine Sumpfurkunde. Ich wünschte, du würdest sie mir geben. Ich gebe dir dieses Land dafür. So, du hast die Sumpfurkunde gegen eine Bergurkunde eingetauscht. Ich gehe zurück in die Sümpfe. Ja, und wir gehen jetzt wieder zurück in die Zora-Höhle. Da sind wir wieder. Und jetzt ist es nur wichtig, dass ich die Goronen-Horde verwende, weil den Deko-Händler hier muss ich als Gorone anquatschen. Ganz komisch. Also Moment mal, ich brauche ja, brauche aber auch die Zora-Schuppen, um überhaupt mal in das Zimmer gelassen zu werden, ist ja klar. Dass hier niemand Verdacht schöpft. Ja, die würden ein bisschen komisch reagieren, wenn hier so ein Gorone rumstampft. Ja, ja, die haben alle ihre Probleme hier mit der Band, weil Lulu hat ihre Stimme verloren und den anderen fällt nicht wirklich ein Song ein, aber das haben wir auch schon erledigt und so weiter. Das ist jetzt dieser Spanner schon wieder hier. Ja, und haut auch gleich mal ab.
So, also. Jetzt bin ich in Krone und jetzt quatsche ich ihn hier an. Oh, danke, dass du vorbeischaust. Oh, du kommst aus den Bergen. Ich verkaufe grüne Elixier, aber ich handle nur mit Soras. Eigentlich würde ich viel lieber an einem Ort leben, wo es kühler ist und mir klare Luft um die Nase weht. Aber einfach so ein Geschäft öffnen dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Und du weißt, was ich meine? Ja, klar. Hier, Bergurkunde. Bitteschön. Oh, das ist eine Bergurkunde. Ich danke dir. Ich gebe dir dieses Land dafür. Du hast die Bergurkunde gegen eine Meeresurkunde eingetauscht. Die Unrasse Dekus 5. Die Dekoblume am Meer. Du hast die Bergurkunde dem Händler Deko in der Höhle des Zoras gegeben und dafür die Meeresurkunde erhalten. Höhle des Zoras. Dir gehört jetzt die Dekoblume am Meer. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Yippie! Und schon bin ich weg. Die Berge rufen mich. Ja, und mich ruft jetzt dieses Herzteil da oben. Richtig praktisch, oder? Jetzt bekomme ich nämlich wieder eines mehr. So. Und dann gibt es natürlich logischerweise im letzten Gebiet auch nochmal so einen Händler-Dick und der würde dann eben die Meeresurkunde haben wollen. Aber das ist sowieso erst später wichtig. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Und nun... da machen wir hier so und hier so, das passt. Da kann ich ja auch wieder abhauen. So. Und keine Sorge, ich habe auch offscreen schon mal meine ganzen Rubine wieder in die Bank eingezahlt. Dass ich da jetzt nicht drauf vergesse, habe ich das jetzt schon erledigt. Und jetzt werde ich die Höhle aber erstmal wieder auf dem normalen Wege verlassen und diese Biberbrüder besuchen. Ich möchte das, wie gesagt, einfach noch gerne vor dem dritten Tempel erledigt haben. Weil dann kann ich nämlich den dritten Tag quasi dazu nutzen, eben das mit den Biberbrüdern zu machen. Und dann reise ich wieder in der Zeit zurück, habe wieder drei neue Tage und dann geht's ab in den dritten Tempel. Diese nervigen Knochenfische, die sind so eklig. Aber gegen den Elektroschild haben die ja sowieso keine Chance. So, und hier auch voll eklig, hier sind überall diese Raubschleime, die können mir ja den Schild klauen. Wisst ihr denn, ich besiege sie halt rechtzeitig. Jee, vor allem wie riesig die sind. Aber wenigstens sterben die jetzt mit einer Sprungattacke der Schmiegelklinge, die können nicht viel aushalten dadurch. So, da ist noch so ein ekliges Wind, da hinten noch eins. Wie kann man das so... Was ist das überhaupt? Das ist einfach nur widerlich. So, wenigstens braucht man kein Geld, um zu den Biberbrüdern zu kommen. Was wir aber brauchen... Ich bin schon wieder so ein Depp. Ich habe noch was vergessen, was wir brauchen. Aber egal, ich kann mir hier noch was anderes holen, nämlich auch ein Herzteil. Ich brauche nämlich noch ein ganz spezielles Lied, um wirklich zu den Biberbrüdern raufzukommen. Genau, das habe ich mir auch noch nicht geholt. Hätte ich mir holen können, als ich in der Stadt war. Na egal, da muss ich da nochmal schnell zurück. Was soll's? Aber jetzt zeige ich euch noch was anderes. Es gibt hier nämlich noch ein anderes Herzteil. Zack. Und schwupps, ich finde es auch geil, dass die so schön viele Rubine geben, diese Raubschleime. Kann man auch schön ein bisschen Rubine farmen. So, seht mal hier. Hier ist dieser riesige Wasserfall. Oberhalb des Wasserfalls Stromschnellen, Heimat der Biber. Ja, wir müssen nämlich... Da oben müssen wir rauf, da wo diese Palmblätter sind, da muss ich irgendwie raufkommen. Und wenn ich jetzt aber... jedes Mal... Ich knipse jedes Mal unabsichtlich, mache ich ein Bild, was ich gar nicht will. Ich will kein Foto machen. So. Ich will jetzt aber nach unten. Ganz hier unten beim Wasserfall. Ganz unten in den Tiefen. Da ist nämlich was. Und zwar sind hier ein paar so eklige Fische. Aber auch ein Raubschleim. Und den muss ich jetzt mal killen. So. Und seht mal, der hat ein Herzteil mit dabei. Und das hole ich mir jetzt. Und schon habe ich wieder ein zweites. Na, also, dass ich halt wieder nochmal zweimal brauche für den nächsten Herzcontainer. Okay, haben wir das auch erledigt. Das ist auch ganz einfach zu finden. Einfach hier tauchen, nur Raubschlamm killen und dann hat man das Herz schon. So, zack, zack. Okay, ja, sorry, ich muss doch nochmal zurück in die Stadt. Ich habe jetzt auf dieses komische Lied da vergessen, was wir brauchen, um hier wirklich ranzukommen, also nach oben zu kommen. Aber ist ja kein Problem.
Ich muss jetzt nämlich nochmal mit der Vogelscheuche quatschen. So, die ist ja hier. Und wenn ich jetzt meine Ocarina zücke, muss ich dir irgendein Lied vorspielen, was halt gut klingt. Jetzt bin ich nur am Überlegen, welches das sein wird. Weil das muss ja gut klingen. Ich kann jetzt nicht sechsmal hintereinander dieselbe Note spielen. Das geht nicht. Oh Baby, ein schönes Instrument. Spiel mein Lied vor, das du dafür geschrieben hast. Nein, nein, Daddy, oh, dieser Song geht mir nicht ins Blut, Baby. Oh, schade. Okay, dann vielleicht anders. Ja, da muss ich die richtigen Noten finden. Oh, wow, yeah, oh yeah, das fährt mir ins Gebein, Baby. Übrigens, es gibt ein geheimnisvolles Lied, mit dem Fluss der Zeit manipulieren kann. Möchtest du was darüber fahren? Nö. Oh, wie schade. Spiel das Lied, das du für mich geschrieben hast, wenn du willst, dass wir uns wiedersehen. Bis dann, Baby. Jo, das war jetzt gerade sehr eigenartig. Aber ich habe jetzt ein neues Lied gelernt. Ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt eigentlich hier unter den... Ja, seht mal hier. Das ist nämlich das Lied der Vogelscheuche. Das kann man halt selber bestimmen. Das sind die Noten halt je nachdem, wie ihr euch das aussucht. In meinem Fall halt RLA, RLA und XY. Aber jetzt brauche ich ja natürlich erstmal wieder das Lied der Schwingen. Jetzt will ich ja wieder zurück. Das brauchen wir nämlich unbedingt, um, ihr wisst schon, um darauf zu kommen. Ich weiß noch, dass ich mit diesem Vogelscheuchenlied noch was anderes machen kann, hier in der Nähe. Aber ich glaube, das mache ich lieber ein anderes Mal, weil dafür brauche ich wieder Wundererbsen, die ich im Moment nicht dabei habe. Ich sage euch, man kann hier so viel machen. Sind die diese Raubschlämme schon wieder da? Ey, die sind so eklig. Verpiss dich doch einfach mal und stirb. Ah, da kriegt man ja das Kühlen, wenn man die sieht. Die sind einfach nur ekelerregend. So, die anderen lasse ich jetzt mal in Ruhe. Was man übrigens auch machen kann, wenn man hier mit der Felsmaske langläuft, dann tauchen auch keine Sandkiller auf. Weil die euch natürlich auch nicht für einen Feind halten. So, und irgendwo hier müsste Taya... Ja, seht ihr, die fliegt da oben nicht umsonst drauf. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen Platz machen. Zack. So. Also, Taya fliegt nicht umsonst da oben rauf. Wartet mal, wie war denn das jetzt nochmal? Die müsste irgendwie von selbst... Müsste die da irgendwie rauffliegen wollen. Ja, seht ihr? Und jetzt, Achtung! Jetzt spiele ich das Lied der Vogelscheuche. Und es hat sich nichts getan. Warum nicht? Willst du mich verarschen? Die ist doch da oben. Ich glaube, ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ja, jetzt hat's geklappt. Jetzt ist da oben die Vogelscheuche erschienen und die fungiert nämlich als Verankerungspunkt für meinen Fanghaken. An die kann ich mich ranziehen, seht ihr? Richtig geil. Und nur so kommt man hier nämlich rauf. Richtig praktisch. Und das Lied müsste jetzt auch für immer gespeichert bleiben. So, oh ja, genau, der dritte Tag bricht an. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Geld. Ja, nochmal 20 Rubine. Und jetzt einfach irgendwie... Schön von Palme zu Palme ziehen. Und hier oben ist der Eingang zu den Stromschnellen, da wo die Biber leben. So, jetzt werde ich aber noch kurz warten, bis der Tag anbricht. Der Bildschirm auch immer kleiner wird. Um es noch richtig dramatisch zu gestalten. So, komm schon. Es ist gleich soweit.
Dämmerung des letzten Tages. Es verbleiben 24 Stunden. So, jetzt ist der dritte Tag wieder angebrochen und logischerweise sollte ich diese Biber als Zora besuchen. So, das hier sind jetzt die Stromschnellen und da schwimmt doch schon so ein Biber rum. Den werde ich gleich mal anquatschen. So, Hallöchen. Hey, das ist aber ganz schön unhöflich. Taucht einfach mal runter und ignoriert mich voll. Was soll denn das? Du schon wieder? Du kannst mich durch deine grüne Kleidung nicht täuschen. Du willst doch eine leere Flasche, nicht wahr? Hast du deine Lektion noch immer nicht gelernt? Quick, quick, quick. Okay, ich gebe dir eine. Aber... zuerst musst du in weniger als 2 Minuten durch alle Ringe im Fluss schwimmen. Na, wie ist es? Na klar. Insgesamt gibt es 20 Ringe. Du musst in der richtigen Reihenfolge hindurchschwimmen. Schwimm immer durch den rotierenden Ring. Ich zeige dir den Weg, also folge mir und fall nicht zurück. 3, 2, 1, los! So, das hier ist jetzt ein Minispiel, wo wir eben durch Ringe schwimmen müssen. Wichtig ist es, dass wir jetzt hier... natürlich unseren Schild verwenden, weil sonst sind wir ja viel zu langsam. Und dafür gibt es auch hier immer wieder solche Krüge, um unsere Magie aufzufüllen. Das mussten sie natürlich dementsprechend an das Remake anpassen, dieses Rennen. Weil früher konnte man ja auch ohne den Zora-Schild so schnell schwimmen wie jetzt eben. So, und es ist auch gar nicht wichtig, dass man den Biber überholt. Ich glaube, das kann man noch nicht mal schaffen, dass man den überholt. Man muss ihm einfach nur folgen. Und darf keinen Ring auslassen. Man muss es auch noch vor Ablauf der Zeit dann ins Ziel schaffen. Also ganz so schwer war das Rennen jetzt eigentlich nicht. Wenn man sich nicht blöd anstellt und wenn man jeden Ring mitnimmt, dann ist das auf jeden Fall zu schaffen. Man muss ja nur seine Magie im Auge behalten. Und manchmal auch springen, so dass man jetzt ein bisschen... was war das gerade? Ich bin jetzt gerade irgendwie so komisch hängen geblieben. So. Und logischerweise, wenn man hierfür die doppelte Magieleiste hat, ist es um einiges einfacher, das Rennen zu machen. So. Gut, nur noch mal 4 Ringe. Ich habe es gleich geschafft. Das Ziel ist nämlich schon fast in der Nähe. Das ist gleich hier um die Ecke. So, noch 2 Ringe. So, und da ist der letzte Ring, Leute. Und da ist auch das Ziel. Und ich habe es geschafft. Oh, das war perfekt. Das ist gar nicht gut. Hast du mich gerufen, kleiner Bruder? Ich habe dich gerufen, großer Bruder. Eigentlich... was? Eine leere Flasche? Ja, eine leere Flasche. Keine Sorge, kleiner Bruder. Für uns stellt eine leere Flasche einen Schatz dar. Nur weil du meinen kleinen Bruder besiegt hast, kann ich dir so etwas Wertvolles nicht einfach überlassen. Nicht einfach überlassen? Du sollst sie haben, wenn du auch gegen mich antrittst. Willst du es versuchen? Natürlich. Die Regeln bleiben unverändert, aber diesmal warten 25 Ringe auf dich. Fall nicht zurück. 3... 2, 1 und los. Tja, ganz so einfach bekommen die Flasche dann doch nicht. Wir müssen jetzt auch noch gegen den großen Bruder dieses Rennen machen. Allerdings müssen wir halt hier eben durch 25 Ringe durchschwimmen. Na, Link, so komm. Ja, manchmal, wenn man hängen bleibt, ist das ärgerlich, weil das ja Zeit kostet. Aber keine Sorge, auch das geht sich ganz knapp dann gegen Ende noch aus mit der Zeit. Wenn man halt nicht so oft nur anstößt. Dann ist das auf jeden Fall auch zu schaffen. Und wenn ich das geschafft hätte, dann bekomme ich bereits meine 5. leere Flasche. Und dann gibt es ja noch 2. Mann, diese blöden Wurzeln, Mann, Link, schwimmen! Du Mongo, ey, du sollst schwimmen! Der schwimmt nicht! Oh, das ist wieder unnötige Zeitverschwendung. Das ich verstehe nicht, warum ist er da... ich weiß nicht, manchmal schwimmt er nicht richtig. So, eine schöne Magie auffüllen, das ist wichtig. Das ist eigentlich am wichtigsten. So, hier gleich 2 Ringe nacheinander. Oder ein Blödsinn, nicht. Es hat so ausgesehen wie 2. So, noch 11 Ringe. Ah ja, hier sind aber 2, das ist fies. Höp. Nein! Mann! Link! Hallo? Okay. Mann! Ey, das ist doch scheiße hier! Was ist das denn jetzt?
kann ich jetzt aber nicht mehr schaffen, oder? Warum ist dieser Trottel jetzt so hängen geblieben hier? Also das mit dem aus dem Wasser springen, das ist nicht ganz so meins. Das ging früher irgendwie leichter. So, noch 6 Ringe, aber nicht mal mehr 30 Sekunden. Naja gut, ich kann es immer noch schaffen. Ich kann es immer noch schaffen, so da vorne ist er. Ich weiß jetzt nicht, was er genau damit meinte, dass man nicht zurückfallen soll. Vielleicht, wenn der Abstand zu ihm zu groß ist, dass man dann verkackt hat. Bin ich mir nicht mehr so sicher. So, komm. Noch 2 Ringe. Okay, das schaffe ich trotzdem noch, Leute. Da ist ja schon das Ziel. Ich sage, es geht sich knapp aus. Und geschafft. Er hat's geschafft, kleiner Bruder. Ja, geschafft, großer Bruder. Und da gibt es wohl nichts, was wir tun können, kleiner Bruder. Aber was ein großer Bruder. Und da ist meine leere Flasche. Wir haben dich unterschätzt. Das Biberrennen 1. Der Profischwimmer. Du hast beim Biberrennen in den Stromschnellen gewonnen und dafür eine leere Flasche erhalten. Stromschnellen. Du hast das Biberrennen gewonnen. Das wird im Notizbuch vermerkt. So, und wenn ich sie jetzt aber noch einmal anquatsche, dann kann ich auch noch um mein Herzteil schwimmen. Und das hätte ich natürlich logischerweise auch gerne. So, da sind sie schon. Die werden sich wundern, dass ich schon wieder hier bin. Er ist wieder da, kleiner Bruder. Ja, wieder da, großer Bruder. Aber wir haben gar keine leeren Flaschen mehr, kleiner Bruder. Nein, keine Flaschen mehr, großer Bruder. Aber wenn du trotzdem gegen uns antreten willst, geht das in Ordnung. Was hast du vor? Ich will schwimmen. Als erstes sollst du gegen meinen kleinen Bruder an. Das Zeitlimit liegt bei 1 Minute 50. Fall nicht zurück. Und wieder 3, 2, 1 und let's go. So, das zweite Rennen ist ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt weniger Zeit haben. Die Anzahl der Ringe bleibt doch hier wieder gleich. Wir haben halt nur statt 2 Minuten nur 1,50. Also ganze 10 Sekunden weniger. Und das kann dann vor allem beim zweiten Rennen gegen den großen Biber entscheidend sein, ob wir es schaffen oder nicht. Also wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal schaffe, beide zu besiegen, bekomme ich nämlich noch ein Herzteil von denen. Hoffentlich schaffe ich das jetzt auch auf Anhieb. Es war jetzt gerade beim großen Bruder auch ein bisschen blöde. Ja, man muss halt echt auf diese Wurzeln hier aufpassen, weil wenn man da einmal dagegen kracht, dann das ist halt scheiße. Das darf eigentlich nicht passieren. Und immer halt schön die Schwimmtaste drücken und gleichzeitig die Taste zum Elektroschild auch gedrückt halten. Ich finde, die schwierigste Stelle ist eh die, wo man jetzt hier so blöd aus dem Wasser springen muss. Es kommt immer darauf an, wann man springt. Jetzt! Ah, sehr gut. Jetzt hat's geklappt. Schwieriger finde ich es eigentlich bei den 2 Ringen. So. Ist aber trotzdem zu schaffen. Also das erste Rennen hier wieder gegen ihn, gegen den Kleinen, das ist auf jeden Fall machbar. Nur das bei dem großen Biber. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob ich das hinkriege. Ich hoffe schon. Na bitte, ich habe es doch früher auch immer geschafft. Also wird das jetzt auch kein Problem für mich sein. So, Magie ist voll. Noch 3 Ringe. Noch 2 Ringe. Und wieder mal geschafft. Er hat schon wieder geschafft, kleiner Bruder. Wieder geschafft, großer Bruder. Schäm dich, kleiner Bruder. Jetzt bin ich dran. Was willst du tun? Lass uns schwimmen. Das Zeitlimit bleibt nach wie vor bei 1 Minute 50, aber diesmal musst du 25 Ringe treffen. Fall nicht zurück. 3, 2, 1 und los. So, jetzt wird's richtig schwer. Nur 1 Minute 50 für 25 Ringe. Das wird jetzt echt nicht leicht. So, wie gesagt, ich darf eigentlich kein einziges Mal irgendwo gegenknallen, weil sonst verliere ich wertvolle Zeit. Das ist eigentlich das einzige wirklich schwere Rennen. Das zweite Rennen gegen den großen Biber. Alle anderen vorher habe ich ja halbwegs geschafft. Wie gesagt, hier diese ganzen Wurzeln, das ist hier so blöd. Ich darf halt nicht vom Gas gehen, ja? Ich darf hier nicht den Elektroschild deaktivieren, weil sonst bin ich zu langsam. Das ist nicht cool. Ja, seht ihr? Link! Warum hast du... Thank you.
Er ist ein würdiger kleiner ein würdiger Gegner, kleiner Bruder. Du hast dich überschätzt, großer Bruder. Wenn wir ihm das geben, wird er uns dann wohl in Frieden lassen, kleiner Bruder. Ja, ich will auf ihn, großer Bruder. Oh, na endlich, das Herzteil. Das war jetzt aber echt knapp. Ja, bitte, wir haben keine Lust mehr, da ich auch nicht. Das Biberrennen 2. Der Meisterschwimmer, du hast beim schwierigeren Biberrennen den Stromschnellen gewonnen, dafür ein Herzteil erhalten. Stromschnellen, du hast das Biberrennen erneut gewonnen, das wird im Notizbuch vermerkt. Oh mein Gott, also habt ihr das gesehen, der ist schon wieder mit diesen scheiß Ringen hängen geblieben, also ich kann das mit dem Durchspringen einfach nicht, aber hey, drauf gepfiffen, ich hab's geschafft. Noch mehr Preise gibt's nicht, einmal halt eine leere Flasche und einmal ein Herzteil, jetzt könnte ich mal kreuzweise, ich gehe. Ich habe jetzt schon echt geglaubt, dass ich es versaue, aber es ging noch, Leute, es ging noch. So, und jetzt ist der Part natürlich vorbei. Im nächsten geht es aber definitiv in den dritten Tempel, ohne Wenn und Aber. Da werde ich aber natürlich wieder an den Anfang der drei Tage zurückkehren. Und ja, dann sehen wir uns am besten im nächsten Part direkt wieder beim Kap Zora, würde ich sagen. Ne? Danke wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.